Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Drüberbrook. Ja, und wir sind jetzt hier oben bei Wetterstation oder was auch immer das hier ist oder sein soll. Aber bestimmt eine Wetterstation. Ich habe mir das bestimmt ganz toll gemerkt. So, wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Ein Wetterballon. Es handelt sich um einen herkömmlichen Wetterballon, nicht um eine fliegende Untertasse. Nee. Ja. Das sieht ja gemütlich aus. Meinst du? Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. In Trüberbrook, oben auf dem Klumpen, wird Wetterforschung im großen Stil betrieben. Das derzeit wechselhafte Mikroklima hier in der Region scheint Interesse geweckt zu haben. Und da darf ich jetzt nicht rein, ja? Das ist doof. Mal hier eine Schaufel. Und die brauchen wir bestimmt für den Fernseher. In den Griff sind irgendwelche Worte eingraviert. Nimm mich auf und wirf mich weg. Sind wir jetzt doch irgendwie in einem SM-Club gelandet? Festgefroren. 5 Euro für einen Grafiker. Oh, wei. Es ist einfach so dumm. Oh, dieser Schmerz, ey. Oh, dieser Schmerz. Das war so klar. Es musste ja sowas in der Richtung sein. Es ging ja gar nicht anders. Oh, dieser Schmerz. Es ist ein Tank, höchstwahrscheinlich mit Helium gefüllt. Na dann, reden wir mal mit der guten Dame. Hallo? Guten Tag. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Bitte verzeihen Sie den frostigen Empfang. Madonna Lübcke von der Meteorologischen Gesellschaft. Tannhauser, sehr erfreut. Den frostigen Empfang, ja. Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Und, was macht das Wetter so? Tja... Eigentlich bin ich in Trüberbrook, weil das Wetter hier so besonders unauffällig ist. Ein richtiges Durchschnittswetter, wenn Sie so wollen. Aber heute Nachmittag schlagt mich doch der Blitz. War es vorbei mit der Durchschnittlichkeit? Sie meinen, das ist Schnee von gestern? Ganz genau. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie sowas überhaupt möglich ist. Mir dämmert, was Sie meinen. Ich sehe schon, allmählich tauen Sie auf, hm? Ich habe das nächste Spiel gefunden, wo Matthias der Texteschreiber gewesen ist. Wo hat er die Schaufel jetzt wohin gesteckt? Er hat die sich hinten in die Jacke reingetan. Mit dem Schaufelkopf quasi auch bei seinem Kopf. So dass das dann wie eine Art natürlicher Rückhalt ist. Ne? Man sieht das jetzt nur nicht, weil durch dieses Aufblitzen kann die sich halt auch ne, so unsichtbar machen und deswegen sieht man das jetzt nicht und sieht nur weiterhin ganz normal sein Haupthaar und alles. Aber so ist eigentlich der Plan. Und, was macht das Wetter so? Sehen Sie nur, das Wetter spielt völlig verrückt. Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen. Oh. Wie war das noch? Wenn's im September donnern tut? Geht die Ernte bald kaputt? Folgt im März sogleich die Flut? Setz ich auf mir einen Hut. Wird das nächste Jahr nicht gut? Setz ich auf mir einen Hut. Das klingt bescheuert. Okay, wie ist es mit
Septemberwind, so glaub es mir. Vergrault das letzte Ungetier. Oder verkündet harten Winter dir. Erträgt sich gut bei einem Bier. Bringt dich zurück ins Jetzt und Hier. Vergrault das letzte Ungetier. Nein, nein, nein. Sie raten ja auch nur in den blauen Dunst hinein. Nee, auf jeden Fall nicht. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Hier in Trüberbrook? Das Projekt läuft jetzt seit 6 Monaten. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Hier in Trüberbrook? Das Projekt läuft jetzt seit 6 Monaten. Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Und, was macht das Wetter so? Aber heute Nacht... Sie meinen, das... Ganz genau. Mir dämmert, was Sie meinen. Ich muss weiter. Natürlich. Das war's jetzt? Na ja, gut, dann gehen wir mal hier hoch. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. Warum gibt's hier zwei? Dazu hat... Das sieht ja gemütlich aus. Ja, was machen wir jetzt? Hallo? Guten Tag. Ich muss weiter. Natürlich. Es ist jetzt nur dafür da gewesen, dass wir jetzt hier eine Schaufel bekommen, ja? Ja, okay, klar. Warum auch nicht? Dann lass uns doch hier nochmal zum Anwesen gehen. Ach, gucke an. Der Typ hat ja unten geschlafen. Entschuldigung. Orange Malz. Auf gar keinen Fall werde ich noch einmal... Da wäre ich unsicher. Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Warum nicht? Ein Aquarium mit Blutegeln. Mhm. Verrückt. Gruselig. Gut, dann... Tja, wir können ja nochmal in den Sumpf gehen mit der Schaufel und mit dem Pokal. Gucken. Vielleicht können wir da jetzt irgendwas, ne, also hier freischaufeln. Verzeihung?
verschlossen. Ach, du grüne Neune. So, wirklich ausbuddeln? Frisch ans Werk. Ein Space-Stein aus dem Weltall. Ja, natürlich, klar. Ein Space-Stein aus dem Weltall. Auf keinen Fall fasse ich das mit bloßen Händen an. Komm her, mein Kleiner. Perfekt. Eine weitere Komponente für den Quantendiskriminator. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Auf keinen Fall fasse ich das mit bloßen Händen an. Packt's in seinen Bleipokal, was okay, verständlich ist. Aber das ist ja obendrauf nicht, aber das ist auch vollkommen egal. Und dann packen wir es einfach in unser Inventar rein. Ja, seems legit. Hm. Ja klar, macht Sinn. So hätte ich das jetzt auch erwartet. Ich muss das jetzt, glaube ich, gerade nicht verstehen. Ahoi! Pause. Ahoi! Ah, okay, jetzt kann ich hier nicht wählen. Alles klar, gut. Ahoi! Oder ich muss hier hin. Mal sehen, können wir jetzt oben noch was bei dem machen? Ich meine, klar, wir könnten jetzt mit dem Space-Stein aus dem Weltall noch was tüdeln erstmal. Aber vielleicht können wir noch was anderes machen. Vorher. Guck mal, da haben wir einen Schraubendreher. Vielleicht können wir uns den ja mal ausleihen für den Fernseher. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Eine Basstuba. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Okay, ja, das stimmt. Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig. Und Sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend. Sie haben mich für verrückt erklärt. Damals. Als alles den Bach runtergegangen ist, wurde mir klar, dass wir Leute wie mich, kein Leute wie ich, müssen verarschen. Und wir müssen wieder... Ich hab genug. Komm, Nein, ich komme so schnell wahrscheinlich nicht wieder. Aber müssen wir das in einer gewissen Reihenfolge machen? Und deswegen komme ich jetzt nicht an die Sache im Fernseher, weil einfach die Zeit noch nicht ran ist. Hm.
Ich habe einfach das passende Werkzeug nicht. Ja, ich weiß. Das habe ich schon mitgekriegt, aber ich finde halt auch kein anderes Werkzeug. Bin vielleicht auch einfach gerade zu blöd dazu. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Hui, ja, ich versuche mal was damit. Die Hälfte hätten wir. Nur noch zwei Teile. Gretchen macht Fortschritte. Gefahr steht ins Haus. Kerntemperatur auf 15 Millionen Grad Celsius. Check. Das ist das Grundgerüst. Er ist fast fertig. Es fehlen nicht mehr viel. Auf jeden Fall fehlt ein Teilchenbeschleuniger. Wir bräuchten außerdem... eine Branche ohne das brauche ich jetzt den Massagestab wieder von ihr. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Zettel hier. Auf die Sachen logisch anzugehen. Mhm. Schön. Aber ich kann ja hier nicht. Leni hat wohl endlich. Da ist eine Braun ohne das Richtige. Trude? Hallo Professorchen. Konnten Sie meinen was ma- mein Ihren vergessen? Ich ja. Ach. Ich fühlen Sie sich vergessen, du musst, was früher du gelernt. Mhm. Jetzt gerade wirklich so doof? Alle so hinterm dem Bildschirm. Mein Herr. Herr Tannhauser. Die Frau. Knallkopf. Es war mir eine Ehre. Bis bald. Ich möchte den. Ich hab. Ahoi. Ich muss da mal wieder. Pass auf. Warum ist die jetzt eigentlich hier wieder da? Hm. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Ich muss weiter.
nochmal was gucken. Ein Schwarm Glühwürmchen hat sich um die kaputte Straßenlaterne versammelt. Vielleicht halten sie die Laterne für ihren Gott. Wie wo das Leben als Glühwürmchen ist? Eine geteilte Nation. Ja gut, dann muss ich da wohl noch mal in mich gehen. Da trifft sich ja ganz gut, dass wir dann jetzt erstmal die Folge beenden können. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Cheerio. Ciao.